What a wonderful world. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Empire. Jo! Als ich mir voll den Kopf gestoßen. Das ist aber ungesund. Das ist voll mega ungesund. Warum hängt da so ein... Wie kann das überhaupt physikalisch richtig so hängen? Ich weiß es nicht. Aber guck mal, wo wir sind. Wir sind hier im Stadtteil Glimmus. Und ihr habt es euch gewünscht, Leute. Ihr habt es euch gewünscht, dass wir öfters mal Baufolgen machen zwischen den Roleplay-Folgen. Ist für uns auch ganz cool, weil dann können wir die Roleplay-Folgen immer vorbereiten. Genau. Und ich habe mega Bock. Ja, ich auch. Also wir haben ein bisschen Puffer. Ein bisschen Zeitpuffer ist das quasi. Und ihr findet es auch voll geil, wenn wir sowas machen. Und man muss auch sagen, wenn man jetzt schon mal durch diese Gasse geht, ich meine, dieser Teil ist so geil. Irgendwie, es sieht halt schon so geil, so aus wie eine Stadt. Wir müssen halt noch Dorfbewohner finden, ne? Aber die finden wir ja im Roleplay-Teil quasi von Empire. Wir haben noch keine gefunden. Stimmt, aktuell noch gar nicht. Wir können ja mal ein paar Elfen fragen, ob die Lust haben. So, ich würde sagen, wir legen auch instant los. Wir wollen diesen Teil hier bauen, ne? Du hast hier eine super Idee gehabt und ich glaube, wir versuchen das jetzt einfach mal umzusetzen hier. Pass auf, wollen wir einen 3-Breiten-Gang machen oder einen 2-Breiten-Gang? Ja, 3. 3 würde ich sagen, oder? Nur, aber wenn wir 2 Breitenbank haben, dann haben wir hier 1, 2, 3 Dinger im Gebäude. Dann hätten wir hier auch 1, 2, 3 Dinger im Gebäude. Wobei wir hier auch die Mauer natürlich teilweise abreißen können. Könnten wir machen. Ich soll diesen Stamm hier wegbauen, dann können wir hier noch die Wand nutzen. Weißt du, wie ich meine? Hier den hier. Ja, ich sag einfach mal ja. Ich suche gerade meine Spitzhacke. Okay, ich baue das hier mal ab. Dann können wir hier das auch noch nutzen. Wo ist die, sag mal? Da. Ich nicht, dass ich die im Elfendorf gelassen habe. Wäre natürlich sehr suboptimal. Das wäre typisch. Ja, das stimmt auch wieder. So, ein Dreiergang, ich finde das so eigentlich ganz nice. Nee, stimmt, ich habe hier einen Fehler gemacht. Wo, dann bist du jetzt beim Dreiergang oder machen wir jetzt einen Zweiergang? Ich weiß es nicht, also kannst du gerne entscheiden, weil ich bin mir noch nicht sicher. Ich glaube, ich tendiere eher zu dem Zweiergang, aber wenn du einen Dreiergang machen willst, ist das auch okay. Zweiergang würde tatsächlich besser passen, glaube ich, zum Gesamtdings hier. Zack, alles mal abbauen. So. Hast du noch was von dem Holz? Wir könnten hier eigentlich auch ein Gebäude bauen für unsere Drachen. Wie würdest du das finden? Grundsätzlich finde ich das eine gute Idee, aber dieses Drachengebäude, die brauchen meiner Meinung nach einfach ein bisschen mehr Platz. Ach stimmt, ne? Das ist ja jetzt nur cool, wenn sie klein sind. Wir müssen so wie ein Drachenhort bauen. Ein Drachenhort in unserem Drachenort. Das ist echt eine gute Idee. Das kann dann echt sind unsere Drachen dort. Alter, die Dead Rhymes. Okay, es tut mir leid. Ich bin ein Rapper von Zeitberuf, wusstest du das schon? Ich sag nichts dazu. Ich sag nichts zu deinen Rap-Künsten. Ja, weil die zu krass sind. Du hast Angst vor einem Front. So sieht's aus, Sinus. Hast du mich dissed? Wir könnten hier so kleine Shops reinbauen. Oh, das wäre cool. So links in so ein Kiosk oder so. Also so ein, natürlich ein Mittelalter-Kiosk. Ne? Da gibt es dann, keine Ahnung, Mittelalter-Pommes und Mittelalter-Leckertüten. Mittelalter-Bier. Mittelalter-Bier. Ja. Aber die Idee an sich finde ich ganz cool. So zack, zack, zack. Hier so eine kleine Markgasse. Eigentlich wollte ich heute keinen Schüssel und Bits machen. Ich kann nicht anders. Weil das viel zu lange dauert. Immer. Nein. Oder? Ich mach jetzt nur eine spezielle Sache mit Schüssel und Bits. Nur eine einzige Aufgabe werde ich mit Schüssel und Bits machen. Okay. Was würdest du hier für Wände machen? Cobblestone oder so? Damit das alles ein bisschen schmutzig aussieht oder was? Ja, ich würde Cobblestone machen hier tatsächlich. Aber hier hinten nur. Hier vorne würde ich keine. Hier würde ich nur eine Trese hin machen. Weißt du, wie ich meine? Dass wir auf beiden Seiten Shops haben. Okay, warte mal. Ich will mal was ausprobieren und du sagst mir dann, wie dir das gefällt, okay? Okay, mach das. Weil Ihans eins Plan, warte. Ich nehme mal ganz kurz ein bisschen. Ich finde das halt richtig nice. Hier so eine Shopping Hall im Mittelalter, ne? Ja, dann ist das hier unser Einkaufszentrum. Das ist halt echt aber so. Aber Mittelalter. Das ist alles natürlich mittelalterlich, Leute, ne? Nicht falsch verstehen. Es gibt also kein DM. Also, wir können kein DM-Hall machen, leider. Ich würde gerne DM-Hall machen. Ja, würde ich gerne auch mal auf meinem YouTube-Kanal. Hochladen. Zinus macht DM. Nein, Spaß. Hey, was mache ich denn hier? Ich weiß gar nicht, was ich mache. Ich brauche einen Blueprint eigentlich. Klim, ich weiß nie, was du machst. Du machst irgendwas einfach. Ja, es hat aber alles durchaus seinen Sinn. Warte. Wir könnten halt hier echt auch so Fleischverkäufer und so hinmachen, weißt du? Ach, so ein Würstchenverkäufer. Ja, so voll geile Sachen einfach. So Hühnchen, alles so ganz verschiedene. Viele Sachen so. Das ist halt echt, ist echt eine geile Idee halt. Das ist voll die geile Idee. Wir brauchen halt Wolle. Die Frage ist, hast du Wolle? Ich glaube nicht. Wofür brauchen wir Wolle? Für oben würde ich noch cool finden. Oder wollen wir einfach Steindach? Steindach reicht eigentlich auch aus.
Ja, vor allen Dingen hatten die ja nicht so viel Kohle, die hier wohnen. Und die müssen sich halt dann... Stimmt. Das ist ja eher so das normale Viertel. Wir sind ja kein Bonzenviertel sozusagen. Mhm. Aha, bist du hier direkt... Okay, ich lass dich einfach machen. Wir haben hier zwei, wir haben hier auch zwei. Das passt soweit. Dann baue ich das hier kurz ab. Wie wenig Stone-Chisels hatte ich denn, lol? Ich weiß es nicht, wie viele Chisels du hattest. Ja, fast gar keine. Lol. So, warte mal, ich muss das hier dann... Ja, vormengen, so. Aber es gefällt mir schon jetzt, also die Grundidee von diesem Shop finde ich halt geil. So ein Einkaufszentrum in der Glimus, im Glimus-Stadtteil halt so, hier ne? Hier kann dann jeder hinkommen und sich so Metzger, Sachen kaufen. Wir können ja wirklich auch dann Metzger halt, und wir können sowas, halt wirklich ne? Shops bauen auch, ne? Mit den NPCs, die hier uns einziehen, die können halt wirklich Sachen verkaufen, wenn wir die fragen. Ja, theoretisch, ja. Wir könnten machen, dass hier ein Metzger ist. Verkauft ja auch Sachen. Genau, wir können das so machen, dass der Metzger hier lebt so. Mhm. Und so weiter. Ich habe kein. Ah, doch, hier habe ich noch ein bisschen schwarzes Holz. Ich bin echt gespannt, wie das am Ende dann aussehen wird. Echt. Wir müssen Dorfbewohner finden. Wir brauchen einen Metzger. Wir brauchen einen Schneider. Guck mal, ich habe Schleimbälle. Wir brauchen so einen Schneider, der zum Beispiel Lederrüstung und so verkauft. Oh, der kann uns dann schöne Gewänder machen und so. Ja, genau. Für zum Beispiel, dass er auch Röcke und sowas kauft. Ich habe mich selber mit den Teilen abgeworfen. Jetzt bin ich voll langsam, Tinus. Ja, ich bin auch voll langsam. Danke dir, danke. Es tut mir doch leid, Tinus. Das hast du echt gut gemacht, Clem. Danke schön. Nee, ohne Spaß. Ich hab langsam keinen. Jetzt geht's wieder. Es tut mir leid. So, Clem Hase. Bist du ein bisschen Brain AFK? Ich bin ein bisschen Klüm. Klümfaktor? Klümfaktor ist eingebaut auf jeden Fall. Warte mal, haben wir hier. Ich glaube, da hinten ist eins drin, ne? Ja, wir haben hier noch ein Fenster. Ich mach hier mal einen Weg hier komplett durch. Weißt du, wir könnten dann hier auch Stroh hinmachen und sowas. Vielleicht hier noch ein Pferd rein oder sowas. Ich hab voll den geilen Plan. Das hört sich doch nach einem Plan an. Du musst hier einfach. Plan. Das hört sich nach einem Plan an. Du musst hier einfach so ein paar. Ich finde das. Ja, das finde ich gut. Aber hier muss ein bisschen offener sein. Weißt du, wie ich meine? Es sollte wie eine Trese da sein, oder nicht? Hm, warte mal, ein bisschen offener. Kommt sofort. Warte mal. Pass auf, ich habe eine richtig blöde Idee. Zinus, komm mal hin. Ich bin hier schon im Shop. Nein, du musst von außen kommen. Ich bin der Shopbesitzer und du willst es kaufen. Ja, hallo, hi. Was wollen Sie haben? Ich würde es so offener. Groß. Hier oben würde ich noch ein bisschen offener, kommt sofort. Mach mal. Okay. Mach mal, ey. Warte, ich wollte nämlich den hier machen. Ich finde das ultra geil. Das ist jetzt offen genug, oder? Ja, ich guck's mir gleich an. Ja, das ist gut. Man muss halt die Tresen da hinten so ein bisschen sehen. Du musst da aus Jizzle und Bits so ein paar Tresen und so machen. Ach, du willst wirklich in den Shop reingehen oder willst du von draußen bestellen? Von draußen bestellen. Ach so, ja natürlich. Ich würde dann hier im Hintergrund so ein paar... Also hier irgendwo hier an der Seite. Oh, hier passt es tatsächlich ganz gut. Eine Leiter hoch für den Shopbesitzer. Mit der in sein Haus kann, was da drüber ist. Oben, ja, hat er so ein Bett und so weiter. Hm, voll gut. Und hier unten hast du dann... Weiß ich nicht. Also hast du eine Schaufel? Ja. Kannst du da vielleicht mal das Ding ins Zweck machen? Was? Weil das ist den Boden, die Erde, weil dann würde ich da, ich habe halt leider keine Schaufel. Dann ja, kann ich machen. Weil ich hier ist dann instant das Loch, ne? Das, was wir gefüllt haben. Ich tausche das direkt aus durch, wir haben halt nicht gut gefüllt, wir haben halt so ein bisschen, Wir haben einfach einen Layer drüber gemacht. Wir füllen das mal. Ja, wir füllen dieses Mal so richtig gut. So. Alter, das wird, guck mal, wenn ich hier schon langlaufe, dann habe ich direkt schon Bock hier weiterzubauen, ne? Ich auch, ich will das richtig gerne fertig bauen. Ich bin so gehypt gerade darauf, dass das so geil wird. Und dann auf allen Seiten hier so Shops. Ja. So ganz, ganz viele. So ein Schneider, wie gesagt, könnt auch gerne mal Vorschläge machen, was für Shops wir noch einbauen sollen. Vielleicht sagt ihr, es muss ein Friseur da sein. Dann bauen wir sowas zu so ein bisschen so ein Friseur. Ja, das ist ein Bart oder. Ja, genau, sowas. Schreibt mal übelst gerne. Ein Bier. Ja, genau, sowas. Oder. Keine Ahnung, so. Wir können halt das Chisel und Bits, kannst du dann richtig ausrasten hier in einer Folge. Du kannst eine Chisel und Bits Folge machen, wo du hier die ganzen Shop befüllst mit Sachen, weißt du, mit den ganzen Tipps, die in die Kommentare geschrieben wurde. Das, mein lieber Herr C.Nuss, ist eine gute Idee. Das ist eine übel fette Idee. Ich glaube, das wird so nice. Und ich baue dann in einer Folge oder so, ich denke, heute werden wir nicht komplett fertig. Das ist halt viel so ein Haus. Genau. Und wir sind halt seitlich auch gerade so, das können wir offen sagen, ein bisschen nicht so, wir haben nicht so gerade so mega viel Zeit. Genau, das liegt aber auch daran, Leute, und da könnt ihr euch drauf freuen. Sinus und ich sind immer noch an der WG dran, Leute. Genau. Oh, das freut, also ich freue mich da mega drauf, ne? Einfach auch übel. Wollen wir hier einfach so Shops bauen? Was denn, wo denn? Also hier
Und in der Mitte lassen wir offen. Hä? Also ach, hier so würde ich keinen Shop. Oder hier, nee, hier keinen Shop bauen. Hier und hier keinen Shop, damit nee, das sind die Häusereingänge und so. Ja, ich würde genau. Aber hier die, das nicht so breit machen, nicht vier breit, oder? Doch, das passt schon. Okay. Das finde ich cool. Dann können wir hier noch so einen Brunnen oder sowas einbauen, so einen kleinen. Ah, du willst hier das wirklich schön machen? Okay, ich habe eher so an Slums gedacht, aber schön ja, ist, glaube ich, noch besser. Wir können das so ein bisschen gemischt machen, würde ich sagen. Es soll halt nicht so übel edel sein, aber auch nicht übel pennerhaft so. Nicht übel pennerhaft. Das ist eine geile Aussage zumindest. Du weißt, okay, was ich meine. Ja, natürlich weiß ich, was du meinst. Alles cool. So, ich möchte jetzt hier etwas craften und zwar keins davon, sondern... Übrigens, was hat dir gefehlt? Wie, was hat mir eine Schaufel gefehlt? Oder eine Axt oder was? Eine Spitzhacke. Ja, hier ist eine Eisenspitzhacke, ne? Guck mal, hier rein. Nee, da gucke ich jetzt nicht rein. Also, sonst ärgere ich mich. Wenn du nicht richtig geguckt hast. Hä? Ach, ich bin auch ein Idiot, Alter. Ich bin echt ein Idiot, Alter. Ja, das bezweifle ich nicht. Oh, Sinus Front. So. Ich habe richtig Bock, das fertig zu bauen, ne? Ah, es sieht schon jetzt so episch aus. Es ist mega episch. Aber sowas liebe ich an Minecraft, ne? Sowas, ey, das könnte ich den ganzen Tag machen. Den ganzen Tag könnte ich Stadtteile bauen. Ich finde das auch mit Abstand mega geil. Also ich finde halt... Ich finde das mit Abstand mega geil. Da bin ich auch mal... Ich finde halt auch so spannend, wie ihr darauf reagiert, dass wir halt mal wirklich so eine Off-Topic-Nicht-Roleplay-Folge machen. Das ist halt eher so Craft-Text, ne? Aber finde ich halt immer... Finde ich immer ganz nice. Das ist auch sehr nice. Dann mach ich doch anders. Guck mal, wie findest du das schon mal? Guck mal, wenn du da reinguckst, dann siehst du... Wieso will ich dich eigentlich die ganze Zeit heiraten? Das liegt dir vielleicht einfach in deiner Natur. Oh, das ist cool, ja. Finde ich sehr gut. Dann können wir dort zum Beispiel hier einen Metzger machen oder sowas. Ich zeig nur kurz, wie ich mir das vorstelle. Ach, ja, so. Make it mal. Ah, das geht so nicht. Was denn? Ich kann auf die Regale nichts stellen unten. Wieso? Weil es zu nah ist am anderen. Egal, was oben ist. Du musst es vielleicht doch aus Chisel und Bits machen dann. Nö, bau die unteren Regale einfach, bau irgendwelche Regale ab, ist egal, ich mach jetzt noch eher andere Sachen. Okay, ja, ich lasse das einfach mal kurz so, ich mache nämlich hier noch kurz das Zeug fertig. So, ich komm mal wieder drüber zu dir. Ah, das könnte sein, dass die Zünder... Okay, warte, ich hab's folgende Idee. Also, du hast nicht zufällig eine Axt. Doch. Könntest du bitte die beiden linken Regale wegmachen? Ja. Danke. Du weißt, dass dort im Regal auch eine Axt war. Was? Ich habe die Akustik gerade nicht verstanden. Ja. Das sagst du nur, weil du das nicht wieder vergessen hast, rauszunehmen. Ich habe die Akustik wirklich einfach nicht verstanden. Ich habe gesagt, dass dort auch was im Regal war, was die Verbindung war gerade schlecht, Sinus. Du bist so ein Arsch. Wir sind im Mittelalter, da ist das Signal noch nicht so gut ausgebaut. Signal. Das Signal, Alter. Viel zu modern, dieses Wort. Was? Ich finde mal gut, das Wetter in Empire, Alter, man muss es immer wieder sagen, ich habe noch kaum eine Aufnahme nicht gehabt, wo es nicht geregnet hat. Ja. Das ist so krass. Du musst, auf einer Seite musst du noch leer lassen, weil er muss ja irgendwo noch die Treppe hoch. Nee, ich würde hier, es kommt eine Leiter hin. Wo? Hier, direkt an die Wand. Ah, okay, ja, so passt. Dann hat man hier ein bisschen Platz und so. Das ist sehr geil. Ich bin gerade ein bisschen gehypt, was wir wieder vorhaben. Ja, ich glaube sogar, dass ich das in den nächsten paar Folgen, also jetzt mal, wir wechseln halt immer so ein bisschen ab, ne? Jetzt haben wir wieder ein paar Roleplay-Folgen und jetzt dann eine Baufolge wieder, dann wieder ein bisschen Roleplay, aber ich habe auch mega Bock gerade das hier zu bauen, so. Da muss ich schon sagen. Guck mal, Sinus. Guck dir meine schöne Auslage an hier. Finde ich geil. Hallo, wolle Fleisch kaufen. Ja. Wollen Sie Fleisch? Hallo. Ich finde das geil. Wir müssen dann so einen Metzger haben. Ja, guck mal, das sieht auch voll aus schon wie Metzger. Ja, da voll, ne? Da kann man dann einfach Fleisch kaufen. Ja. Muss halt so sein. Wir bauen die beste Mittelalterstadt der Welt einfach, Leute. Das Stadtteil hier ist halt mega nice. Und wir machen das so doppelstöckig. Ne? In der Mitte mache ich dann so Leinen oder so mit Wäsche und so kannst du noch machen. Ja, oh, ich kann die da reinschüsseln. Ja, eben. Das meine ich so mit weißen Strings so und dann so Unterhosen oder sowas. Sinus. Was hältst du von der Idee? Ein bisschen eklig. Aber schon geil, oder? Ja, schon ein bisschen.
Ja. So, guck mal, aber hier haben wir dann, guck mal, das kann ich auch noch wegmachen. Hier den Zaun, den brauche ich dann ja nicht mehr. So. Weil hier ja dann wahrscheinlich, obwohl die Gebäudewand ist, wo ist denn die Gebäudewand hier? Weiß ich nicht. Ah, die Gebäudewand wäre hier, das heißt, die Gebäudewand geht auf mein Grundstück mit ein, aber das ist ja kein Problem. Mein Grundstück, ich habe einen größeren Garten als die ihr Haus, also das ist okay. Da solltest du dich nicht beschweren. Ich kann damit leben. Mein Haus ist generell, also unsere Häuser sind generell die größten hier dann. Also von unserem Stadtteil jedenfalls. Ja, aber man muss auch sagen, wir waren die ersten hier in dieser Stadt. Und wir bauen den ganzen Stadtteil. Finde ich auch ein nicht unwichtiger Punkt. Das stimmt. Sollen wir das unten und oben anders materialisch bauen? Also unten vielleicht Stein und oben Holz, weil Holz halt leichter ist? Ja, super, super. Super Idee, wirklich gut. Also Klim, wir ergänzen uns heute mal wieder unglaublich gut. Unglaublich gut? Unglaublich gut, ja. Unge glaubt gut. So, und oben, pass auf, oben machen wir Folgendes. Oben setzen wir die einfach so dahin, weil jetzt sieht das nämlich noch so aus. Das wäre oben das Ganze breiter als unten. Ja, das ist geil, Alter, das ist guck, geil. Wenn du von unten so kommst, dann ist oben ist das weiter raus als unten, weil unten ist das hier ein drin. Ja, genau. Natürlich geil wäre, wenn du da noch eins weiter raus machen würdest. Wo? Hier, diesen oben? Stamm. Ja, kann ich ja. So, warte. Hold my beer, quasi. Mach das mal, ja. Das würde mich echt interessieren, wie das aussehen würde. Okay, wie weit raus? Ein bisschen. Schwer zu sagen. So. So? Ja, so reicht schon. So reicht schon komplett. Gucken wir das gleich noch perfekt an. So. Ja, das sieht mega cool aus. Cool. Ich will auch mal gucken. Ja, mega, Mann. Und oben dann die Stämme auch noch so. Und dann machen wir so fertig. Guck mal, hier, so dachte ich mir das. Mit dem. Dann habe ich hier noch Knochen. So. Dann kannst du hier noch vielleicht einen kleinen Brunnen hinmachen oder sowas aus Chisel und Bits oder hier. Ich dachte, vielleicht könnte man noch hier auch so eine Bank hinstellen, wo man sich hinsetzen kann. Ja, man genau. Nicht so, ne? Und hier ist dann die Mauer. Hier müssen wir noch gucken. Hallo. Dann kann man noch ins Haus reingehen. Hallo. Und die an der Mauer haben voll Glück. Weil da kann man nämlich die Dinger hier abreißen, da kann man ja, hab ich schon das gemacht. Haus hab ich, in die ich schon gemacht. Was der immer? Seite. Ein bisschen abgerissen. Und dann kann man das vergrößern. Genau, hier das kann man halt mega vielleicht den Friseurladen oder so reinmachen. Ich finde das cool, wenn man so den du hast ja einen Bart, kannst du hier mal den so stutzen lassen und so. Ja, dann kann man sich da halt. Und du kannst halt hier gehen. So noch so Schilder hinmachen vielleicht. Wo denn? Hier so diese Schilder, wo du auch hier gemacht hast mit den Waffen. Ja, warte mal, ich mach mal eben eins. Dann kannst du hier ein Fleisch reinmachen oder sowas. Ich glaube, ich brauche dafür Eisen. Wo machen wir das? Ich mach eben noch das Schild hier weg. Du hast dir einfach übel viel Fleisch liegen lassen. Aber ich nehme das gerne mit. So. Ich kann Fleisch immer gebrauchen. Hier? Oder? Ja. Ich würde das hier auch noch hinmachen, hier so. Ja, finde ich gut. Und hier links und rechts kommen dann auch Schilder hierfür. Ja. Finde ich gut. Voll die schöne Gasse, finde ich. Aber wir müssen uns jetzt dann auch wirklich irgendwann mal drum kümmern. Wie findest du eigentlich das, was ich mit der Schmiede noch gemacht habe, hier mit dem... Habe ich schon gesehen. Habe ich auch schon gezeigt. Das sieht so unglaublich... Also, Leute, schreibt mal, ob das ein geiler Stadtteil ist oder nicht in die Kommentare. Guck mal hier. Guck mal, wir haben uns wieder so gut ergänzt, ne? Ich habe das Gebäude gebaut und du hast es einfach noch viel besser gebaut, weil du es noch ergänzt hast und so. Wir brauchen echt noch einen Schmied. Alter, das hier drin habe ich gar nicht gesehen. Wir brauchen auf jeden Fall einen Schmied. Aber ich will nicht, dass der Jonas heißt, der Schmied. Nein, es werden zu viele Jonas jetzt mit der Zeit. Ja, aber guckt euch das mal an. Auch wenn du dann noch den Boden hier mit Chisel und Bits machst, die auch noch so ein bisschen Dirtflecken rein und so. Das wird episch, Leute. Eins epischer Stadtteil von einem Stadtteil. Das wird richtig episch. Schreibt mal in die Kommentare, ob euch das so gefällt, was wir hier bauen. Und ich würde dann auch sagen, das wäre es mit der Folge hier gewesen. Vielen Dank fürs Zugucken. Droppt ein Like, wenn es euch gefallen hat. Checkt auf jeden Fall den Klimmy Boy aus. Und bis morgen, Leute. Haut da rein. Tschüss! Tschüss! War gut, oder?